Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder bei Rollercoaster Tycoon und wir sind jetzt bei Trinity Islands angekommen. Nachdem wir Bumbly Beach erfolgreich geschafft haben, geht's nun los zum nächsten Park und ich hatte es ja schon im letzten Video gezeigt gehabt, kurz, Trinity Islands. Mehrere Inseln bilden den Ausgangspunkt für diesen neuen Park. Mindestens 750 Besucher bis Ende Oktober, ja 3, also wieder mal 3 Jahre im Park zu haben, sowie eine Parkweite von 600. Das sollte eigentlich doch machbar sein. Ich weiß, dass ich diesen Park, glaube ich, schon mal gemacht habe. Damals, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich den geschafft habe. Und wir gucken ihn uns mal an. Diese mehrere Inseln hier, ja. Also von der Fläche her ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir können also überall hier, wo das Wasser ist, doch eigentlich rumherum bauen. Jetzt müssen wir nur mal schauen, was wir hier so zur Verfügung haben. Und das ist dann der Punkt. Wir sehen, um die Insel herum haben wir da nicht so viel Platz. Und jetzt ist der andere Punkt. Wir können auch ehrlich gesagt nicht weiter was. Ach so, unterbrochen, okay. Keine Wohnung zu erwerben, ja. Wir haben keine Sachen, wo wir hier was bauen könnten, was natürlich nicht so schön ist. Müssen wir ganz klar sagen. Also liegt es an uns, wieder mal den Platz hier gut hinzubekommen. Und wir fangen, würde ich mal sagen, wieder mal klein an hier vorne. Und zwar, um den Platz gut auszunutzen. Achso. Das. Jetzt müssen wir mal sehen. Hä? Achso. Das ist ja. Gut, dann machen wir das dahin. Eingang hierhin, Ausgang dahin. Ich hoffe, das passt. Ganz so sicher bin ich nicht. Müssen wir mal ein bisschen rum. Das ist nicht gut. Das ist schon mal nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht eher so. Das kommt eher hin, glaube ich. Schon. Ja, gut. Das ist besser. Dann wollen wir mal gleich das Ding hier öffnen. Eintrittspreis machen wir mal zum Start 5 Euro. Geisterhaus. Ja, wir brauchen jeden Cent momentan. Zur Sicherheit. Und wollten noch einen Eingang bauen. Gut, passt. Wichtig wird auch sein, dass wir mal wieder noch die Gehwege verbreitern, denn die Leute werden sicherlich auch von der Insel hier rüberkommen wollen. Aber ich bin noch nicht so zufrieden. Klar, Verbesserung von Attraktionen, Landschaft, Themengestaltung. Nee, Verbesserung von Attraktionen brauchen wir erstmal nicht. Machen erstmal das wieder. Wir brauchen schon mal eine Mechaniker natürlich. Und ihr seht, wir können. Hier kommen wir ja noch nicht mehr großartig weiter. Ach, das wird interessant hier, Leute. So, er kann ruhig hier in der Ecke bleiben. Erstmal wollen wir hier ein paar Fahrgeschäfte. Wir bauen hier so die Sachen hin. Ja. Bäume müssen jetzt leider weg. Da hilft alles nix. Hallo? Oh. Danke.
Und dahin. Das hoffe ich mal, dass das so klappt. Eintritt frei. Naja, wir wollen es nicht übertreiben, Freunde. Nein, keine Musik, danke. So. Ein- und Ausgang. Nach oben. Tja. Doch eins nach da. Doch noch eins nach da, okay. Hat das geklappt, ja. Nein, wollte eigentlich das. Nee. Das, das, das. Gut. So. Mechaniker. Ja, ist sicher, ist sicher. Wir haben damit zum Beispiel zwei Sachen gebaut. Also, Freunde, ich bin gespannt, was wir hier machen. Oh, Car-Maze. Das ist, was ich runtergeladen habe, glaube ich. Jupp. Ich glaube, das würde schon mal ganz gut hier vorne noch hinpassen. Wieso kann das nicht gebaut werden? Zu hoch? Gut, dann müssen wir das Land sowieso abflachen. Wir haben aber erstmal vom Geld her müssen sehen. Toiletten ist wichtig. Wie wir wissen. Strollern unsere Leute viel. Getränke und Eis haben wir dann noch. Eisstand machen wir dann mal hier erstmal irgendwo in der Mitte hin. Auch Toiletten weitestgehend hier hinten bauen noch. Also ich bin jetzt gerade voll fokussiert, ja. Weil wir sehen hier, es war vielleicht schon wieder nicht so sonderlich klug von mir, alles hier offen zu legen, weil ich hätte vielleicht hier so abgrenzen sollen. So, dann können Sie hier erstmal nicht rüber. Da läuft keiner. Bis hierhin ist okay. Ich werde ja auch bald Achterbahn oder so bauen, aber erstmal sollen sie sich hier vorne erfreuen. So, Baumstammrutsche haben wir. Doch hier schon mal erstmal
Die Sitzgelegenheiten, Preis ist schon wieder günstig. Das freut mich. So, dann haben wir wenigstens erstmal Bänke. Ich wollte ja dieses Autofahren bauen. Dazu müssen wir allerdings Land absenken, was nicht so billig wird. Eins auf jeden Fall nach unten müssen wir. So, jetzt muss ich mal schauen, wie weit das jetzt da ging. Car-Maze. Jetzt aber komm schon. Müsste immer noch zu hoch sein. Nein, das war zu niedrig, das war nicht gut. Aber ich sage ja, das wird jetzt so das erste interessante hier werden für mich. Wieso kann das nicht gebaut werden? Können die sagen, es hat immer noch. So kann man aber auch sein Geld wieder verprassen hier. Ich weiß nicht, dass das an diesem einen lag. Das wäre schon Schiete. Macht mich jetzt schon ein wenig traurig. Das ist nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das kann hier auch nicht gebaut werden. Ja. Mal ganz kurz gucken, was haben wir denn jetzt erstmal? Wir hatten einen Twister anzubieten. Twister. So einen Twister könnten wir hier hinpacken. Und zwar einen ganz einfachen Grund. Weil wir es können. So. Gut, passt. Das ist schon mal sehr erfreuend. Ja. Gut, damit haben wir jetzt mal drei Fahrgeschäfte. Das ist nicht so schlecht. Wir könnten eine Achterbahn bauen. Da haben wir ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ist allerdings nur die Frage, erstens, wir haben nicht viel Platz. Das müsste uns bewusst sein. Das ist es, was mich eben ja so ein wenig ratlos stimmt, weil ich noch nicht so recht weiß, wie man hier 3 Jahre das überstehen soll. Dass man die Besucher hinkriegt und auch die Parkbewertung, aber ob man das 3 Jahre halten kann, das ist dann eine andere Frage. So, dann machen wir schon mal Hilfskräfte. Wir brauchen. Zumindest erstmal 3, würde ich sagen. Mal die Landschaft wieder auf den Keks.
sollte schon laufen, das ist in Ordnung. So. Bootsverleih könnten wir auf jeden Fall bauen. Auch hier ist aber die Frage. Das könnte man hier bauen. Dann können die von mir aus hier, oder ich kann jetzt auch so eine kleine Runde bauen. Die ist ja auch eigentlich immer beliebt gewesen hier. Ich überleg nur. Ich überleg nur, ob ich es ganz pfiffig anstelle. Das ist nicht so pfiffig gewesen. Ach, das läuft nicht linear. Ach, scheiße. Sonst hätte ich jetzt gedacht, ich baue hier hinten so lang, bis hier hin. Das ist zu ein großer Aufwand, glaube ich. Also bauen wir es. So und so und so, dass die Leute hier schön was zum Fahren haben. Ein- und Ausgang platzieren wir gleich mal nebeneinander. So, hängende Einschienenachterbahn. Also wenn die mir hier kommen mit sonst wie vielen Achterbahnen in dem Szenario, dann Halleluja. Das kann ich hier wirklich sehr gut gebrauchen. Aber ich glaube, das seht ihr ja selber. Mit der Ruhe, Jungs. Wir haben es gleich. Einsatzpreis sehr günstig. Jo, kümmere ich mich auch gleich drum. Ich glaube schon zum zweiten Mal, dass sie es jetzt sahen. Höchsten Besucherwert. Jo. Gut, jetzt könnt ihr da hin. Fahrt, meine Freunde. Fahrt, fahrt, fahrt. Mechaniker. Ich glaube, da können wir ihn auch erstmal noch hinschicken. Das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Und ja. Wir könnten jetzt, glaube ich, trotz alledem mal ein paar Mülleimer aufstellen. Schon mal. Einmal zu viel, aber macht nichts.
das ist eine Fummelarbeit. Aber die muss sein. Willkürlich. So, dann haben wir 2 von 3 abgeschlossen. Die Lampen, die kommen später noch. 156 Besucher. Wir gucken mal kurz auf die Nachrichten. Wir haben den Preis. Dass er sehr günstig ist. Im April und im Mai haben wir diese Nachricht bekommen. Wir sind bei 5 Euro Eintritt. Das heißt, wir können mal auf 15 Euro gehen. Da kriegen wir ein bisschen mehr rein. So. Das Autofahren ist immer noch der Platz hier. Das wird auch da. Da werde ich das auch machen. Das ist kein Problem. So. Baumstammrutsche, oh ja. Hängen ein Ski nach der Bahn. Ja. Aber dass ich hier nichts dazu kaufen kann, das stört mich echt. Dass ich kein Gelände hier. Das ist echt bitter. Ich jetzt sagen würde hier wenigstens, dass man hier unterirdisch dann hier irgendwo noch hinbauen kann, um wenigstens ein Flickchen zu haben, aber hier ist gar nichts. Boah, das wird echt heftig, Freunde. Also gerade dieser Berg lädt ja schon mal gut dazu ein, ihn ein bisschen platt zu machen, beziehungsweise zu hoffen, dass man hier schon mal 1, 2 Achterbahn hinbekommt. Also wir müssen den Platz hier gut ausnutzen. So, und die Sache ist die andere, die wir haben. Wollen wir jetzt mal gucken. Das habe ich natürlich ein bisschen scheiße gebaut. Das Ganze. Ich könnte höchstens versuchen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich kann mal gucken. Während die Leute hier ein bisschen Geld ranbringen. Ob ich das von hier aus hinbekomme. Hey, ist zu niedrig. Ne, Twister am Weg. Oh oh. Nein, 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 nicht. Oh oh. Nein. Oh Gott, ich bin doch ein Hirn. Toll, jetzt ist einer ertrunken. Das ist natürlich. Ja. Wie was? Warum ertrinken jetzt so viel? Mich verarschen? So viele waren noch da gar nicht drunter. Hört doch auf. Ach komm schon. Oh Gott. Das läuft ja. Na, das sind ja mal gute Parkbewertungen. Preis dafür, dass die meisten Leute ersoffen sind. Der fehlt mir jetzt noch zum Glück. Naja, gut. Ich würde trotzdem gerne Auto fahren wollen.
So, ebene Fläche. Riesenrad, okay. Das heißt, wir müssen also, so wie es ausschaut. Ganze Fläche hier mal absenken. Wieso kann das nicht gebaut werden hier ist? Sag nicht, dass ich es einfach nur an. Naja. Scheint heute nicht so ein Tag zu werden, habe ich das Gefühl. Okay, sieht nicht gerade fein aus, aber egal. Der sauberste im Land. Juhu. Dafür kann ich mir jetzt was kaufen. Was denn? Wieso denn nicht? Ach, immer noch die Ecke da. Jetzt werde ich aber echt gleich sauer hier. So, jetzt aber. Ist so spaßig. So. Ich baue jetzt mal ein Riesenrad. Weil mir das gerade tierisch auf den Senkel ging. Frage ist nur. Wohin? 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 Dahin, ja. So. Machen wir mal 80 Cent. Noch 5 Drehungen. Da lang, da lang. Okay, ist ja schon wieder prima. So, das hätten wir. Wo ist unser Mechaniker? Ja. Ja, doch, ist in Ordnung, da kommt er hin. Wir kriegen nicht gerade so viel Besucher jetzt mehr hier. So an sich. Ja, das läuft alles. Zufrieden bin ich nicht, das muss man schon so sagen. Dazu sind mir gerade zu viele Leute weggestorben. Das ist nicht so wie bei der Achterbahn, wo hier die einmal aus den Schienen geknallt ist. Wo es ja ein Unfall war, wo die Mechaniker wahrscheinlich möglicherweise schuld waren. Einmal konnte ich ja den Zusammenstoß noch verhindern bei meiner eigenen. Aber das war jetzt hier meine eigene Schuld, dass ich hier den ja, Weg halt ein zu weit weg gemacht habe. Und da sind dann halt doch einige ersoffen, muss man so sagen. Gut. Es fehlt der große Publikumsmagnet. Das ist schon mal Punkt 1. Was kommt als nächstes in den Ladenstand? Das ist gut. Das brauchen wir einen Hamburger oder Pommes hier.
Wenn die Leute zu essen haben. Information wäre auch nicht schlecht. Aber ich würde jetzt doch schon gerne mal hier jetzt diese Kacke hinbekommen. So, die gesamte Ecke hier, da wo der Pfeil ist, das alles, was noch im Wasser ist, das hilft mir nicht. Also das hier, die Ecke, das legen wir erstmal ab. Machen wir mal gleichzeitig das hier hoch. So, und jetzt bin ich gespannt. Endlich 2000 Ocken, ey. Aber es sieht interessant aus. Also die Konstruktion. Ja. Gefällt mir. Also der Bauer hat sich da gut ins Zeug gelegt. Was haben wir denn hier? Sportwagen? Ja, die Sportwagen sehen schon cool aus. Das hat sich, glaube ich, gelohnt. Ach, nicht doch. Mit dem Wegen habe ich es halt nicht so. Mechaniker. So, den Weg. Das heißt, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 1, 2, 3, 4, doch 6 Attraktionen, die er momentan machen muss. Ich glaube, das Autofahren könnte richtig beliebt werden. Jetzt müssen wir uns mal die Strecke hier angucken. Da unten durch, da lang. Dann hier hoch, oder? Da hinten runter. Hier wieder hoch. Da, da. Schöne Konstruktion, muss man schon so sagen. Respekt. Die Fahrer können auch viele jetzt fahren, also das ist es auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 Autos, also das bringt uns schon wieder ein bisschen mehr Geld ein. Die Leute kommen auch wieder. Hat schon fast 200 Besucher. Neue Attraktion und Informationen haben wir, okay. Ich hoffe, dass wir Anfang Juli gleich wieder einen Schub bekommen, dass wir wieder den Eintrittspreis höher machen können. Und wir können jetzt mal die Informationen bauen. Damit die Leute sich im Park weiser Wegweiser, Parkwegweiser und einen Schirm kaufen können. Werden wir mal auch erstmal zwei bauen. Also hier hin. Hier hinten haben wir ja noch nicht so viel. Trotz alledem, das hier vorne. Da werden auch noch wieder ein paar Pflanzen und so mit der Zeit kommen, aber das Hauptaugenmerk liegt weiter darauf, jetzt mehr hinzubekommen hier. Wir haben jetzt hier vorne schon mal ganz ehrlich mal das höchste der Gefühle rausgehauen, wenn wir uns das mal ansehen. Hier ist nichts mehr zum Verbauen und ja, jetzt geht's hier. Tja, der sicherste Park des Landes. Okay. Hier ist die große Frage, was könnte man hier bauen? Und hier sehe ich erstmal eine Achterbahn. Aber Leute, es tut mir leid, dass wir hier nicht den größten Platz haben. Also